Hallo meine lieben Asphalt-Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von ETS 2 hier auf der TSM-Map. Und wir fahren hier immer noch durch Griechenland. Wir sind auf dem Weg zur Firma Eurogoodies, weil ich habe angeboten bekommen, eine Ladung atlantische Kabeljaufilets abzuholen. Und die habe ich mir dann natürlich direkt gesichert. Und dann nehmen wir die natürlich auch gleich mit. So, der Frachtmarkt. Und dann haben wir hier die atlantischen Kabeljaufilets. Und die gehen hier. Ja, das ist eigentlich fast nur Fähre, wie ich gerade sehe. Gut, das ist auch mal nicht schlecht. Den Auflieger können wir gar nicht ändern. Also hier mal einmal als Beispiel, wie man den Auflieger ändern könnte. Dann ist hier so ein Zahnrad. Und dann kann man hier für alle möglichen Sachen hier die Auflieger ein bisschen aufsuchen. Meine atlantischen Kabeljaufilets, die 16 Tonnen nach Benghazi, haben nur den einen Auflieger. Und den nehmen wir gleich mit. Das ist eigentlich, habe ich jetzt gar nicht gesehen, dass es fast nur Fähre ist. Das wird dann mal ein relativ kurzer Trip. Von weitem übers Meer und bringt uns unser Fischer. Für uns hat er die halbe Welt bereist. Captain Micha! Ja. So, sind 862 Kilometer, aber wie wir eben ja in der Karte gesehen haben, ist es glaube ich nur einmal zum Hafen und dann sind wir auch schon fast da. Gut, muss auch mal sein, ich habe jetzt nicht auf den Frachtpreis geguckt, aber ein paar Euronen wird es dafür schon geben. Und dann können wir uns auch bald entweder überlegen, ob wir noch ein bisschen weiter sparen oder ob wir einmal in der Standardausführung erstmal nehmen und da auf jeden Fall dann schon mal einen Angestellten draufsetzen. Aber ich glaube, wir warten, bis wir uns den MAN noch halbwegs zurecht machen können, denn die erste Fahrt wollen wir auch selber machen dann. Und auch für unsere Angestellten wollen wir natürlich schöne LKWs machen. Die sollen ja gern bei uns arbeiten. So, dann einmal wieder quer durch Sparti. Mit dem wunderbaren frischen Fisch. Moin. Ja, früher war das, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber jedenfalls früher war es ja mal so, dass es dann mit den Krabben, die sind ja auch immer nach Nordafrika zum Poolen gebracht worden. Da gab es mal eine unheimlich schöne Dokumentation, die ich noch im Kopf habe, die ich aber leider nie wieder gefunden habe. Die hieß, glaube ich, Krabben auf Achse oder so. Und da war dann so über die Firma Heiplöck, die dann auch, wie gesagt, die Krabben dann gefangen haben und dann wurden die in den LKW gepackt und dann wurden die dann nach Afrika zum Poolen gefahren. Und dann wieder zurückgefahren. Wenn man sich das mal überlegt, ist das schon heftig, wie viele Kilometer die dann auf der Reihe haben. Aber dann ist auch wiederum, dass man dann sieht, dass es sich immer noch irgendwie lohnt. Und ich meine, mittlerweile wissen jetzt viele, also ich liebe ja über alles Nordseekrabben, aber aktuell sind die ja kaum erschwinglich. Also ich weiß noch, als ich noch Kind war, war das noch ein relativ normaler Artikel. Aber wenn du jetzt mal anguckst, was so ein Nordseekrabbensalat kostet oder so, das ist, wenn er dann vernünftige Qualität haben soll, ich rede jetzt nicht von diesem abgepackten Scheiß im Supermarkt, der dann aber auch schon ganz schön teuer ist. Aber so beim Fischhändler einfach mal so ein richtig schönes, kleines Döschen mit Nordseekrabbensalat, das, kann kaum noch einer bezahlen, geschweige denn irgendwo mal am Hafen oder was weiß ich, so ein Krabbenbrötchen oder so. Das ist vom Preis her wirklich. Alter, jetzt überholt die. Naja, gut. Alter, fahr doch noch knapper rein, Kollegenschwein.
ist doch zum Hafen weiter, als ich dachte, wa? Ja, doch, ein Stückchen haben wir da doch zu fahren. Super. Ja, fast wieder. Das ist doch eine ganz schöne Strecke. Und dann geht's auf die Fähre, dann sind wir aber quasi schon da. Das müssten wir eigentlich in einem Part abgefrühstückt kriegen. Denke ich jetzt einfach mal. Nee, aber Krabben, also Nordseekrabben, echt super, wenn die richtig schön frisch sind, aber kaum noch zu bezahlen. Ich habe mein Kabel hier, ich muss mal hin. Fast am Headset-Kabel erhängt. Wäre auch zu schön gewesen, wenn wir uns diese Strecke jetzt sparen können, ne? Aber seht ihr mal, wie er zu kämpfen hat. Das hat uns der Auflieger natürlich beim letzten Mal runtergeschoben. Und ich habe leider die Tasten. Es gibt ja beim ETS noch extra eine Aufliegerbremse, aber die Tasten habe ich nicht belegt. Also da hat die Schoki von hinten natürlich geschoben. Wie Hulle, das waren ja auch über 20 Tonnen. Und die hat uns hier, das was wir jetzt bergauf kraxeln, hat die uns natürlich runtergeschoben, ne? Und deswegen sind wir da unten noch leicht an den Zaun. Aber das habt ihr ja nicht gesehen, weil das habe ich ja rausgeschnitten. Schäden am LKW habe ich hier in der griechischen Fachwerkstatt von Costa gleich reparieren lassen. Da sieht man quasi nichts mehr von. Können noch 1900 Kilometer fahren, bevor wir tanken müssen. Also hier bis zum Ziel reicht es auf jeden Fall noch. Und dann müssen wir aber bald auch mal zusehen, dass wir irgendwann mal ein bisschen Diesel in den Tank kriegen. Und natürlich schön AdBlue. Es geht hier echt massiv bergauf, ne? Also Alter, wie knapp die vor mir reinziehen, ne? Geht doch nicht. Jetzt kommen wir wieder ein bisschen in den Gang. Gestelltempo machen wir trotzdem auf 60. Ich denke, das reicht uns. Der Raser von Mombasa.
die da im Schilde? Weiß auch keiner so genau. Wäre das jetzt nachts, würde ich fahren, glaube ich. Aber wie gesagt, die Umgebung hier ist wirklich schön. Also das bringt eigentlich Spaß hier zu fahren. Und das finde ich halt wie die TSM-Map ist einfach schön geworden. Bei TSM-Map liegt das halt der Hauptteil mehr so auf das Internationale, wobei die Promods-Map ja mehr auf so Städte und auch mehr so Richtung Norden. Was ja auch alles wunderschön gemacht worden ist, aber ich habe mich, wie gesagt, mal vor langer Zeit ziemlich am Anfang für die TSM entschieden. Ich bin auch mal auf der Pro-Mods gefahren, da gab es aber dann verschiedene Gründe, warum ich das dann ablehnte. Und hier jetzt hier auf der TSM-Map habe ich ja schon in allen Versionen quasi durch. Haben wir schon relativ früh im ETS, bin ich ja hier schon gefahren. Und ich fahre da einfach gerne drauf. Wenn, dann ModMap, dann TSM. Da werde ich auch nicht mehr umsteigen. Ich weiß, es gibt geteilt und die Pro-Mods, die ist sicherlich auch eine tolle, hat unheimlich viele Fans. Ja, aber ja, ich weiß nicht, ich habe mich irgendwie dran gewöhnt quasi. Und wenn, dann schon ModMap, dann TSM. Wobei ich habe schon ein paar Mal gesagt, es geht auch eigentlich immer mehr in die Richtung, dass man sagen muss, auch die Standard-Map, die ist mittlerweile schon auf einem Level, dass man auch durchaus da ganz gut fahren kann. Müsste irgendwann eventuell nochmal wieder gucken, ob es für diese TSM-Map auch noch das Russland-Add-on noch gibt. Das gab es ja früher auch immer noch mal, dass man noch dieses Russland-Add-on, da werde ich mich noch mal irgendwann schlau machen, denn das wäre sicherlich auch mal wieder ganz schön, mal wieder Richtung Russland zu fahren. Eventuell geht das ja auch. Aber insoweit habe ich mich dann noch gar nicht schlau gemacht, ob es da dieses Add-on wieder gibt. Also inwiefern das zusammenarbeitet oder nicht. Aber da werde ich mich sicherlich auch noch mal schlau machen. Und dann können wir auch mal wieder nach Russland fahren. War ja eigentlich auch immer ganz schön. Wobei man so auf der TSM natürlich schon so viel zu erfahren hat, wenn man das irgendwann mal komplett hat, dann ist das schon aller Ehren wert. Wird man wahrscheinlich auch nie schaffen, weil bis dahin kommt dann immer wieder irgendwie ein neuer Patch und dann muss man wieder von vorne anfangen. Aber TSM-Map sind es halt immer viele diese Kleinigkeiten, die ich immer so schön finde. Ne? Sei es irgendwo, dass mal ein Streik ist oder dass hier mal ein paar Leute stehen oder da mal dies ist.
hier mal einen Unfall oder so. Das finde ich eigentlich bei der TSM-Map immer ganz schön, dass da eben auch auf Kleinigkeiten Wert gelegt wird. Oder hier im Schiff da nach vorne, das sieht doch einfach Hammer aus. Fragezeichen. Und da ist ja schon der Hafen. Da können wir fahren eben nochmal nach Kalamata rein und decken nochmal eben schnell die Fragezeichen auf. Die Zeit haben wir in diesem Part ja. Ich denke, das können wir uns gönnen. Hinten ist dann gleich der Hafen und dann sind wir quasi schon da, dann schaffen wir das locker, kriegen wir das in diesem Part abgefrühstückt und dann haben wir die Fragezeichen in Kalamata auch noch eben aufgedeckt. Ich sag Volvo. Ich sag Volvo, was sagt ihr? Jawoll. Strike. Wo wir jetzt am besten abbiegen. Ja, können wir die eigentlich gleich nehmen. Dann fahren wir hier rechts. Ja, passt. Dann kommen wir in die nächste. Das war ein kleiner Fehlgriff. Passiert auch mal. Das wird auch schöner im Ende. Was auch recht schön geworden sind, sind die Volvo-LKWs hier. Das muss man auch mal dazu sagen. Da fährt gerade ein Volvo. Die sind auch nicht hässlich. Da drüben hier ein kleiner Schwarzmarkt.
So, und dann ab auf die Fähre. Batisse. Schön, dass hier immer viele Leute stehen, immer so ein bisschen. Das lockert doch die ganze Szenerie doch so ein bisschen auf, finde ich. So, die Fähre wartet. Naja, genau genommen wartet die Fähre nicht. Wenn sie fährt, dann fährt sie, aber... Das kommt ja für uns zum Glück. Das kann hier ja nicht passieren. Also ich habe das noch nicht gehabt, dass man mal, das sagte ich glaube ich in einem Part schon, dass man die Fähre verpasst. Das Schiff sieht so extrem geil aus da, ne? Das schaffen wir noch, das schaffen wir noch, das schaffen wir noch. Alter! So, nie euer Ernst. Bei 600 PS, dann müssen wir hier rechts runter. Alter, was sollen da für Maschinen hin? 600 PS plus. Obwohl, ich glaube, die... Wie viel PS haben wir eigentlich? Ich komme jetzt, glaube ich, gerade so ein bisschen mit den PS durcheinander. Also wir haben 510, ja, die Scania haben natürlich 700 und die Volvo, ne? Ich glaube, das kann man jetzt so nicht sehen, ne? Während der Fahrt kann man, glaube ich, nicht gucken. Ne. Ich glaube, Scania und Volvo haben logischerweise 700 plus. Da fühle ich mich jetzt gleich ein bisschen zurückgesetzt, dass ich hier so in die schwache Abteilung muss. Jetzt bin ich mal gespannt, aber wenn wir jetzt ein 700 PS Truck fahren würden, ob uns das Navi anders geleitet hätte. Aber das weiß ja gar nicht, was für ein Truck wir haben, oder? Fragen über Fragen. Aber wir erinnern uns alle, ne? 320 PS. Fresh Logistics. Ich bin gar nicht blind.
So, da vorne ist der Anleger. Ja, das ist ein Auflieger hier aber auch intelligent hingestellt. Steht noch ein Blitzer, die Schweine, ne? Drecksäcke. Sollen wir eben schauen, warum da jetzt zwei Hafensymbole sind, aber wir müssen nach. Wo müssen wir denn hin? Oh, ganz schön lange Schiffsreise auf jeden Fall. Nach Benghazi direkt. Huch, waren wir schon mal? Wann bin ich denn hier mal gewesen? Ah ne, da muss ich hin. Da muss ich hin. Also wir müssen jetzt erstmal nach Benghazi rüber und dann direkt nochmal auf die Fähre. Ja, nach wie immer das dann heißt. Aber in Benghazi gibt es noch zwei Fragezeichen. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. So. Ist das Richtige? Nach Benghazi. Und los. Drei. Das ist ein Stiefel. Wahrscheinlich gleich auf der Fähre weiterfahren müssen. Ich möchte aber nach Benghazi rein. Ich möchte die Fragezeichen noch eben mit aufdecken, wo wir schon mal hier sind. Und ich sag Mercedes-Benz-Händler. So, wir werden aber ziemlich knapp abgestellt jetzt hier. Ist ja nicht so, dass hier genügend Platz gewesen wäre, ne? So, rechts oder links? Bleibt sich, glaube ich, gleich. Rechts rumfahren wir erstmal. Könnte da vielleicht mal irgendjemand anhalten oder was? Schnell extra so gemacht, dass du hier nicht drauf kommst, wa? Alter Kollege, nun haltet doch mal an! Lass mich doch rein! Was seid ihr denn für scheiß Arschloch-Kollegen? Halt an! Hält er jetzt? Thank you.
Forderung, einfach nur auf der Strecke zu bleiben. Dann kommen wir an den Fragezeichen auch direkt vorbei. Ja, nun fahr doch, du Grütznase! Warmblinkanlage an, ja, dann hält natürlich auch keiner an. Falsche Knopf erwischt. Was habe ich gesagt? Mercedes-Benz-Händler, habe ich gesagt. Ne, bin mal gespannt. Jawoll! Ey, wird mir langsam selber unheimlich. Also mal gucken, führt uns denn das Navi jetzt auch zu unserem Auflieger zurück? Ja, logisch. Passt. Alles klar.
Sonst müssen wir gleich nur gucken, dass wir die richtige Fähre erwischen. Da müssen wir gleich nochmal etwas genauer schauen. Da müssen wir gleich die Augen noch etwas aufmachen. Ich ziehe mir noch mal meinen eigenen Auflieger hier. Ich gebe zu, er ist auch saudoof abgestellt. Aber saudoof abgestellt. So, das war ja nur noch ein kleiner Hops darüber, ne? Ja, pff. Gute Frage. Ich hoffe, es ist wie der Kaffee heißt, wo wir da hin sind. Wo sollen wir denn überhaupt hin? Ich hab's vergessen. Benghazi, wir sind ja in Benghazi. Gute Frage. Das ist jetzt ein bisschen doof. Wenn ich mal die kürzeste Strecke, würde ich sagen, muss ja hier Benghazi nach Island sein, weil das andere ist ja alles, kommt überhaupt nicht in Frage. Das muss ja die 20 Minuten Überfahrt sein. Ja, das sieht gut aus. Ich hoffe, dass sie hier auch Rückfracht für mich haben. Oder, ja, Rückfracht ist vielleicht der falsche Ausdruck. Anschlussfracht. Bringt den Fisch. Für euch hat er die halbe Welt bereist. Er kommt von Weitem übers Meer und bringt euch euren Fisch hierher.
So. Fisch angekommen. ...333 Kilometer. So, dann kommen wir zum Ende von diesem Video. Ich bin mal gespannt, wo die Anschlussfracht uns hinführt. Ich hoffe, wir finden hier was Anständiges. Ich sage euch schönen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt die Fahrt ein bisschen genießen können. Wünsche euch wie immer eine unfallfreie Fahrt und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, tschüss, euer Micha.